Neunte NBA-Ausgabe auf Ortspedia. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die erste Woche des neuen Jahres gehabt. Wir schauen uns in diesem Video die Standings im Osten, im Westen an. Die Spiele in der Nacht, auch wenn da nicht ganz so viel Spannendes dabei ist. Und es gibt einen kleinen Blick auf das erste All-Star-Voting, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Bis gleich. Ortspedia, the Sports Betting Community. Ist natürlich nicht ganz so clever, erstmal damit zu starten, dass heute die Spiele nicht ganz so spannend sind, aber ich glaube, das kann man auch erkennen, wenn man sich das aktuelle Schedule von heute anschaut. Vorher gibt es noch einen kleinen Blick auf die ersten 7 Empfehlungstipps. Sieht auf jeden Fall besser aus als schlechter, sind im positiven Bereich, auch wenn die letzten beiden Videos nicht ganz so erfolgreich gewesen sind. Im aktuellen Spielgeschehen tut sich ja einiges. Spieler fallen wegen Covid aus, wegen anderen Verletzungen. Die Teams dürfen für 10 Tage neue Spieler verpflichten. Wir sehen alte Gesichter, wir sehen neue Gesichter, die dann für 10 Tage teilweise in mehreren Teams unterschreiben. Isaiah Thomas ist jetzt zum Beispiel einer davon, der ja Lakers gerade war, jetzt auf einmal Mavs gespielt hat, jetzt auch wieder in einem Covid-Protokoll ausfällt, vielleicht krank ist, weiß jetzt gar nicht so genau. Auf jeden Fall tut sich da einiges und es gibt auch bald so eine Deadline. Die Trading-Deadline ist am 10. Februar, meine ich. Also das heißt, noch einen Monat ist es hin. Danach dürfen die Teams nicht mehr traden. Und beim Blick auf die Tabelle werden wir gleich sehen. Ich glaube, da wird uns einiges erwarten. Zumindest ist das Potenzial groß, dass vielleicht der ein oder andere Blockbuster-Trade auch passiert. Auch gibt es Teams, die jetzt nochmal Spieler releasen, also entlassen, die vielleicht sogar ganz gut performen, weil sie hoffen, ihren Kader dann nochmal vor dieser Deadline verbessern zu können, weil vielleicht irgendwo bessere Free Agents rausgekauft werden. Ein Beispiel ist da zum Beispiel DeMarcus Cousins, der eigentlich ganz geil gespielt hat bei den Milwaukee Bucks, aber jetzt trotzdem gecuttet worden ist, weil das Team sagt, sie möchten einfach noch ein bisschen mehr Roster-Flexibilität haben. Wie sieht es denn im Westen aus? Da gibt es für mich 2 Überraschungen, vielleicht sogar 3. Also fangen wir mal damit an. Phoenix auf der 1, Golden State, gleiche Niederlagenanzahl, auf der 2, also beide mehr oder weniger Erster. Golden State hat man schon oft genug als Überraschung, das ist einfach keine Überraschung mehr. Das ist ein Top-Team und die kriegen jetzt mit dem heutigen Tag auch noch Klay Thompson dazu. Die Golden State Warriors spielen in der Nacht gegen die Cleveland Cavaliers. Auf jeden Fall ja, spannend, sich das anzuschauen. Die Utah Jazz mit einem kurzen Niederlagenstreak, 2 Niederlagen in Folge, aber immer noch auf einem soliden Platz 3. Und dann kommt die erste richtige Überraschung für mich weiterhin, denn ihr müsst mal selber zählen, wir haben jetzt ungefähr 40 Spiele, je nach Teams mal eins mehr, mal eins weniger. Das heißt, bei einer 82-Spiele-Saison ist es eigentlich die Hälfte. Und die Memphis Grizzlies, 8 Siege in Folge, ein unglaublich tiefes und junges Team und auch mit viel Verletzungssorgen in der Saison bisher und trotzdem sind sie 4. Also das ist für mich wirklich Wahnsinn. Die haben auch noch 2., 3. Garde, die richtig gut ist. Die Dallas Mavericks, von denen ich eigentlich weiter nicht überzeugt bin in diesem Jahr, gab ja für die 41 die Trikotzeremonie, dass sein Jersey wurde in die Rafters, ich habe es jetzt noch so auf Englisch im Kopf, in die, ja, da oben zur Hallendecke halt hochgezogen und jetzt ist da der Dirk verewigt. Die Lakers, 4 Siege in Folge, sind jetzt ein bisschen wieder weiter weg vom Platz 9 und Platz 10, aber müssen natürlich trotzdem aufpassen, wir auch, denn mit diesem Team ist zu rechnen, spätestens wenn Anthony Davis wieder zurückkommt. Sie haben Rajon Rondo entlassen, der mittlerweile bei den Cavaliers unterschrieben hat. Warum? Weil leider Gottes Ricky Rubio in einer wirklich Sahnesaison sich einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen hat und deshalb ausfällt. Tut mir sehr leid für die Cavs, da schauen wir mal gleich im Osten nochmal drauf. Nuggets auf der 7, spannende Sache. Nikola Jokic trägt das Team mehr oder weniger alleine mit absolut kranken Stats. Dann die Timberwolves, die Clippers, die können auch nochmal stärker werden, denn es gibt Gerüchte, dass vielleicht Kawhi Leonard bereits im Februar oder März dazu stoßen wird. Und wenn sie dann in die Playoffs kommen, wovon ich ausgehen würde, dann sind sie auf jeden Fall ein sehr, sehr unangenehm zu spielendes Team. Und dann, wenn wir mal weiter runterschauen,
Da haben wir die Trailblazers vor allem, ne? Und die Kings. Die Kings wieder irgendwo im Niemalsland, nichts Besonderes, aber sie haben halt interessante Spieler, die vielleicht auch für andere Teams interessant sind. Buddy Hield, DeAndre Fox, Bagley, wer dem eine Chance geben möchte, wurde ja vor Doncic gedraftet. Und ja, muss man mal schauen. Aber viel schlimmer trifft es die Portland Trailblazers, die ja längere Zeit jetzt auf Dame Lillard verzichten mussten. Aber ein Dame Lillard will eigentlich Saison für Saison um die Meisterschaft spielen. Es gab ja in der Offseason schon ein bisschen Gerüchte, ob er raus möchte oder nicht. Und er sagt immer, nein, ich will bei Portland bleiben. Sie haben einen neuen Trainer geholt, Chauncey Billups. Momentan, zumindest von der Bilanz, kann er jetzt nicht sich auf die Schulter klopfen. Aber da kann ich mir wirklich vorstellen, dass man sagt, jetzt braucht man ein Rebuild. Ist das um Lillard? Und man gibt vielleicht einen Nurkic ab, einen McCollum, einen, sie haben ja noch weitere, Covington, sind noch alles gute Spieler, die viele Teams verstärken können. Oder vielleicht gehen sie sogar auf Ben Simmons als neuen Franchise-Player, wer weiß, und geben letztendlich sogar mal Lillard ab, wenn das Paket passt. Dann ganz unten die Houston Rockets mit Daniel Theis, der auch bei dem einen oder anderen Contender mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Backup-Verstärkung ist. Hat er bei den Boston Celtics, als sie noch um die Meisterschaft mehr gespielt hatten, gezeigt, wie wichtig er sein kann. Also, spannender Westen, noch spannender Osten. Warum? Die Chicago Bulls mit einem absolut entfesselt aufspielenden DeMar DeRozan, zwei Buzzerbeatern Folge jetzt im neuen Jahr geliefert, beziehungsweise zum neuen Jahr, es war eine vom 31. auf den 1. Januar das Spiel. Echt tolle Saison. Die Brooklyn Nets, klar, die hat man da erwartet und jetzt hat auch Kyrie Irving das erste Spiel gemacht. Miami Heat müssen jetzt ein bisschen auf Jimmy Butler verzichten. Die Bucks sind jetzt auch wieder dabei. Die 76ers, 6 Siege in Folge und schon sind sie wieder Fünfter. Also es ist sehr, sehr eng in diesem Osten, wenn ihr gerade mal schaut, vom 2. auf den 6., 7., da ist eigentlich nicht viel dazwischen. Die Cleveland Cavaliers, 5 Siege aus den letzten 10 Spielen, was schade ist, denn die machen so viel Freude, aber die haben so ein Verletzungspech und Ricky Rubio als Floor General wird jetzt definitiv fehlen. Die Raptors, bin mir nicht ganz sicher, ob es mehrere Hallen derzeit in der NBA gibt, wo keine Fans zugelassen sind. In Kanada, in Toronto, müssen sie auf jeden Fall ohne Fans spielen, während in Dallas ja das Ding oder in Texas gefühlt ausverkauft ist. Teilweise gibt es Kapazitätsgrenzen, das macht ja jeder Bundesstaat, wie er gerade möchte. Aber die Raptors, 5 Siege in Folge, Fan Fleet, Siakam, machen tolle Spiele und dann haben sie auch noch Gary Trent und so weiter. Hornets, auf der 8, sie hatten ja sehr, sehr viel Ausfälle, Corona-bedingt. Die Wizards, die nicht vor allzu langer Zeit noch relativ weit oben mit den Bulls waren, sind jetzt abgefallen und man hört nichts über Bradley Beal, der ganz gerne immer so ein Trade-Kicker-Hirngespinst ist, obwohl er auch immer sagt, er möchte bei Washington bleiben. Warum auch nicht? Ich meine, für den geht es um 240 Millionen Dollar, wenn er nach der Saison einen Free-Agent-Vertrag in Washington unterschreibt. Und da würde ich mir auch erstmal überlegen, ob ich nicht sage, ich bleibe da. Celtics, absolut enttäuschend. Gibt Gerüchte, dass Dennis Schröder vielleicht rausgeht, weil er eine ganz gute Saison spielt, also getradet wird, weil er eine gute Saison spielt und eh nicht für 6 Millionen Dollar weiter verlängert werden könnte, was derzeit sein Jahresgehalt ist, sein Einjahresvertrag. Die Knicks. Enttäuschend, leider, muss man so sagen. Und dann wieder ein Team, was eigentlich sehr, sehr stark ist. Letztes Jahr war die Atlanta Hawks. Die haben auch einige interessante, gute Spieler. Na klar, Trae Young wird der Cornerstone sein, den werden sie nicht anrühren. Aber dann haben wir Kevin Huerter, Cam Reddish, Bogdanovic, Clint Capella, hier der Collins. Das sind schon gute Spieler und da wird sich auch die Frage zu stellen sein, akzeptiert man, dass es momentan nicht gut läuft in der Saison oder geht man da jetzt auch mit einem Trade rein? Indiana Pacers spielen ja seit jeher mit Sabonis und Miles Turner, zwei Big Men, die nicht unbedingt sich komplementieren, sondern eher grundsätzlich auseinander driften. Also da ist auch die Frage, ob da endlich mal etwas passiert oder ob Indiana einfach so weitermacht. Ist ja ein grundsympathisches Team an sich mit dem Ex-Meistertrainer der Dallas Mavericks. Es gab auch das erste All-Star-Ballot-Voting. Und hier habe ich einfach mal so ein, zwei spannende Sachen mitgebracht, weil es ja auch so Gerüchte gibt um Donovan Mitchell, ob er überhaupt langfristig in Utah bleiben möchte. Jetzt hat er natürlich auch einen Max-Vertrag unterschrieben, hat bis 25 Vertrag. Aber wenn ihr mal schaut, der spielt eine Top
Runde bisher, genauso wie Devin Booker. Und die sind halt einfach deutlich hinter diesen Top-Market-Teams. Ist immer relativ interessant. Und wie viel Sinn oder Unsinn macht dieses Fan-Voting der All-Star-Spieler? Fand ich hier relativ lustige Grafik, die ich mal mitgenommen habe. Klay Thompson hat noch kein Spiel gespielt dieses Jahr, wie ihr wisst, und hat mehr Stimmen als Devin Booker, der ja, Tabellenerste im Westen, in der ganzen NBA. Und hier sieht man auch Proof that Fan Voting makes sense. Klay Thompson hat demnach 0 Fouls, 0 Turnover, 0 Technical Fouls. Keinen verworfenen Schusswurf und keine Niederlage. Auch eine ganz, ganz spannende Sache. Wie stark ist eigentlich Nikola Jokic, der amtierende MVP? Es gibt so eine Player Efficiency Rating, PER, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Und wenn Jokic so weitermacht, hat er All-Time in einer Saison das höchste PER Rating. Das ist schon PER, reicht eigentlich. Das ist schon relativ krank, wenn man überlegt, dass ein Antetokounmpo, Chamberlain zweimal und auch Michael Jordan da von der Efficiency drunter sind, wenn er so weitermacht. Also das zeigt auch, wie heftig der Joker eigentlich die Nuggets trägt, die aber nur Siebter im Westen sind. So, viel jetzt geredet. Warum? Weil mir die heutigen Spiele nicht so richtig gefallen. Ich hoffe, das ist trotzdem für euch okay. Denn wir haben hier heute Abend um 18 Uhr die Brooklyn Nets gegen die San Antonio Spurs. Die Nets sind eiskalt hoher Favorit. Die Spurs sind dieses Jahr Trash. Das wird auch nichts mehr. Das Over-Under mit 230 Punkten. Sorry, aber da muss man under gehen. Einfach, 18 Uhr Spielzeit und da muss man einfach ein bisschen drauf spekulieren, dass die Teams nicht so gut treffen und 230 Punkte ist schon ein Ding. Die minus 10,5 auf Nets sind genauso wenig spielbar wie die 10,5 auf die Spurs. Gestern habe ich noch gesehen, die Clippers gegen die Memphis Grizzlies. Die Grizzlies hatten Morant nicht dabei, sie hatten Anderson nicht dabei, Dylan Brooks hat sich verletzt und sie wurden richtig mal hergenommen von Desmond Bane, Clark und wer da noch so bei Memphis rumläuft. Memphis ist ein cooles Team und jetzt kommen die Hawks in einem Back-to-Back. Die Hawks, wir haben es auch gesehen, die kommen relativ schwach an der Tabelle an, sind trotzdem Favorit, einfach weil die Clippers auch nicht so richtigen Spieler haben, der sich Würfe kreieren kann. Also außer mal Morris, der wirklich stark gespielt hatte. Terrence Mann ist noch nicht so weit. Zubac, der ja, am Korb ist jetzt nicht verkehrt, aber ist auch keiner, der sich die Würfe kreieren kann. Paul George fällt noch länger aus. Also hier eiskalter Sieg einfach mal auf die Hawks, ganz klar. 1,55 reicht auch, weil ja, weil das Asian Handicap von minus 5 ist mir schon wieder gerade auswärts zu hoch. Die Magic um Franz Wagner haben das ein oder andere gute Spiel gezeigt. Sie gewinnen nicht. Die Siegquote auf die Wizards ist definitiv viel zu gering und die sind jetzt auch in den letzten Wochen wirklich abgefallen. Deshalb ist auch das Asian Handicap minus 8 uninteressant. Wir hatten gerade gehabt, dass die Toronto Raptors 5 Spiele in Folge gewonnen haben. Und auf der anderen Seite gucken wir doch nochmal ganz kurz hier in den Westen. Die New Orleans Pelicans mit 6 Siegen aus den letzten 10 Spielen. Da glaube ich, dass gerade die Quoten ein bisschen zu pro Raptors sind. Das Over-Under 221. Ja, kann man eher runtergehen, würde ich sagen, auch wenn die Pelicans nicht für Defense stehen. Hier finde ich die plus 8,5 auf die Pelicans mit definitiv Siegchancen, trotz der verkorksten Saison von New Orleans, nicht komplett verkehrt und würde das auch so mitnehmen. Houston Rockets gegen die Minnesota Timberwolves, da 1,45 gibt es auf Timberwolves, die definitiv gewinnen wollen, gewinnen müssen. Die Rockets eher Garbage, aber auch hier wieder ein 230, das ist Wahnsinn. Also wir hatten am Anfang weniger Punkte bei vielen Leuten. Mittlerweile scheinen sich die Teams auch an die Wilson-Bälle gewöhnt zu haben. Das plus 7, minus 7, beides uninteressant. Denver Nuggets, eine 1,34. Wer sagt, der Hawks-Sieg reicht mir nicht, könnte überlegen, ob er hier auf die Nuggets mitgeht. Aber finde ich auch wieder die Quoten
sind nicht gut genug. Und ihr wisst es, wenn die Quoten so bei 1,3, 1,4 sind, dann haben wir meistens einen Spread von minus 5,5 bis minus 8, je nach Team, heim, auswärts. Und das ist mir einfach zu hoch. Chicago Bulls wiederum auswärts bei den Dallas Mavericks. Hier haben wir beide Teams, die in den letzten 10 Spielen zusammen kein einziges verloren haben. Aber die Mavs müssen gerade auf Porzingis, Doncic verzichten. Und ich glaube nicht, dass Doncic jetzt gegen die Bulls bereits wieder dabei ist. Schauen wir mal, die Mavs haben gegen die Rockets gewonnen, ohne die beiden, mit Doncic gegen Golden State gewonnen, die katastrophal gespielt haben, muss man ganz klar sagen, bei der Zeremonie von Dirk Nowitzki, als sein Trikot ans Hallendeck, in die Hallendecke hochgefahren wurde. Da hat Doncic sich kurz vor Schluss nochmal verknackst und ist jetzt nicht so schlimm, aber ich kann mir vorstellen, dass er noch ein, zwei Spiele aussetzen wird. Und ja, die Siege gegen Sacramento, Oklahoma ganz gut und die Nuggets auch underhandicapped. Also ja, und die Bulls zweimal gegen die Wizards gewonnen, gegen die Magic, gegen die Pacers, gegen die Hawks und immer ganz schön viele Punkte gemacht. Also das ist ja eigentlich total verrückt. Deshalb schauen wir auch hier mal auf das Over-Under. Wir haben 217. Das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Da nehmen wir Over 217 mit. Aber wir sehen ab von einem Tipp auf den Ausgang. Warriors, Heimspiel mit Klay Thompson gegen Cleveland Cavaliers, wo jetzt Rajon Rondo geholt worden ist als Ersatz für Rubio. Im ersten Spiel war er schon mal echt gut. Aber auch hier würde ich die Finger von lassen, weil gibt's nichts. Trailblazers gegen die Kings. Die Trailblazers, soweit ich weiß, immer noch ohne Lillard. Und dann kann man hier definitiv, wenn man möchte, auf die Kings gehen. Obwohl wir auch gesehen haben in der Tabelle, die Kings sind so ein Rollercoaster auf sehr, sehr schlechtem Niveau. Also das heißt, sie gewinnen mal ein Spiel, dann verlieren sie 4, dann gewinnen sie zufällig 2, dann verlieren sie wieder 5 und kommen nie irgendwie nach oben. Deshalb erwarte ich, dass da wirklich jetzt mal zur Trading Deadline irgendwas passiert. Die müssen ihren Kader umkrempeln, sie haben es mit dem Coachen versucht. Sie sind weiterhin so schlecht, was ich nicht erwartet habe. Ich fand den Luke Walton echt keinen cleveren Trainer, aber anscheinend ist das Spielermaterial auch jetzt nicht so, dass ohne oder mit besseren Trainern sich da irgendwas im Positiven entwickeln würde. Ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Spiel. Wir hatten gerade eben die Clippers gegen die Memphis Grizzlies angesprochen. Die Memphis Grizzlies, das heißeste Team, 8 Siege in Folge, aber auch die LA Lakers jetzt mit einer guten Siegesserie. Und hier sind sie Favorit gegen Memphis und das würde ich definitiv so unterschreiben, weil einfach Memphis sehr, sehr handicapped in das Spiel reingehen wird. Hier wird auch noch die Frage sein, wer dann vielleicht kurzfristig auflaufen kann oder wer nicht, aber tatsächlich LeBron James, ich mag ihn nicht, aber er spielt eine total kranke Saison, stats-wise, auch vom Impact im Spiel. Ich meine, der ist echt nicht mehr der Jüngste, 37 Jahre. Und er spielt so, wie als wäre er 10 Jahre jünger, 5 Jahre jünger, 6 Jahre jünger, könnt ihr euch aussuchen. Auf jeden Fall sieht man keine Altersabnutzungserscheinung. Und das gab es bei ganz wenig Spielern, dass es so krass, die so krass gewesen sind, dass sie immer noch in dem Alter so heftig sind. Und vor allem nicht bei einem, der so von der Athletik lebt, wie auch ein LeBron James. Vergleichen wir es mal mit keine Ahnung, Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Jason Kidd, die waren auch alle mit 34, 35, 36 immer noch sehr elitär unterwegs, aber du hast halt dann schon gemerkt, dass sie ihr Spiel ein bisschen umgestellt haben und auch ein Zach Randolph von den älteren Leuten, Vince Carter, aber bei LeBron hast du das Gefühl, dass der, ich weiß nicht, irgendwas nimmt, wo er irgendwie nicht jünger, nicht älter wird, sondern eher jünger wird. Also hier finde ich die 1,7 relativ spannend. Naja, warum? Weil Back-to-Back-Spiel der Kollegen aus Memphis, beide auswärts, okay, beide in LA, also da ist jetzt nicht unbedingt so großartig rumzufahren und hier das ein bisschen verwirrend, weil ich glaube, das Spiel war in der Nacht, denn das andere wirklich gestern ungefähr gleiche Uhrzeit war. Also, lange Rede, kurzer Sinn, auch hier würde ich den Sieg auf die Lakers mitnehmen. Und dann haben wir bei einem Spieltag, der nicht so leicht ist, doch einige Tipps und die fasse ich nochmal ganz kurz zusammen.
Und zwar gefällt mir das Under bei Brooklyn gegen Spurs gut. Der Sieg der Hawks gefällt mir. Das Handicap auf die Pelicans, 8,5 waren es. Der Sieg auf die LA Lakers. Die Kings gewinnen aus meiner Sicht. Und ja, dann haben wir noch einige Wetten gefunden. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Sonntag, ein Restwochenende und wir sehen uns spätestens wieder nächste Woche hoffentlich. Lasst einen Daumen da, dann zur 10. Ausgabe von Oddspedia NBA Videos. Bis dahin. Oddspedia, the Sports Betting Community.